Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Quarry und dem Beagle. Ja, ich weiß immer noch nicht, was mit letzter Folge ist. Ich meine, kann ich ein Spiel spoilern, das ich selbst nicht kenne? Bin ich dann Spoiler-Beagle? I don't know. Wir könnten realistisch sein. Nein, verdammt! Denk doch an den Rest des Sommers, Max. Und Uni. Ich meine, ich will Tierärztin werden, seit ich denken kann. Das lasse ich mir nicht von diesem verdammten Pisser nehmen. Erst kommen wir hier irgendwie raus und genießen den Rest des Sommers. Und dann Uni. Und wir werden von Anfang an richtig aufdrehen. Wir planen direkt alle Kurse. Laura. Hast du gesehen, was angeboten wird? Also für mich ist es leichter, weil ich nur die Kurse brauche, die für Tiermedizin erforderlich sind. Laura. Aber du hast noch alle Möglichkeiten. Also achte auf jeden Fall darauf, dass Laura. alles. Stopp. Wieso? Ich wurde abgelehnt. Was? Wundert Ich mich bin nicht. nicht auf der Warteliste. Und du hast nichts gesagt? Ups. Ich hab mich geschämt. Dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht, was soll ich dazu sagen? Vielleicht sowas wie, sorry, dass ich dich angelogen und so getan habe, als würden wir zusammen auf die Uni gehen. Das wäre doch ganz gut. Es war so klar, dass du so Ach, fick dich. Nein, du hast gelogen. Jetzt reiß dich zusammen und entschuldige dich, sonst wird das ein Höllenknast hier. Okay. Tut mir leid. Das fand er jetzt nicht so geil, aber ganz ehrlich, Besser? ich hasse Lügen. Sowas Elementares, das ist Okay, so lass uns einfach belämmert. gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... Mit dem Was was? immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Der Typ reagierte super schräg, als wir von der Sache erzählten. Erinnerst du dich? Als hätte er es schon gewusst oder so. Ja. Ja, das war Das richtig stimmt. komisch. Was, wenn er gar kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert von einem Ding und dann taucht der Cop auf. Und dann ist der Kopf das Es ist Problem. Das alles ist so logisch. verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde, ist, Ja. Laura, ich habe nicht einen Kratzer. Das findest du seltsam. Was? Hey, okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor habe ich doch gesagt. Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also, weißt du, Vollmond? Danke, danke, Ja. Max. Hier, ich mach den Was, wenn... Panem-Gruß, weil ich muss es nicht rauspiepen. Okay. Nein. Stopp. Ich meine ja Ich muss nur, es nicht vielleicht war es ja piepen. sowas wie... Sprich's Also aus. ein Werwolf? So, danke. Drehst du jetzt? Vollständig am Rad. Werwölfe, echt jetzt?
Komm mal klar. Nach allem, was ihr gesehen habt? Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay. Und wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? Ryan, du bist ein Idiot. Dimensions-Draculas? Ryan, ja? Ja? Du willst Fakten? Ich hab Fakten. Unterbrich mich nochmal und ich bin weg. Wie du meinst. Ich muss gestehen, ich find sie cool. Wäre das denn wirklich so verrückt nach all dem Scheiß, den wir durchhaben mit Nick, mit dem Ding auf dem Dach? Also, das würde doch einiges erklären. Dylan. Ich versuche nur offen zu bleiben, okay? Was ist mit deinen Geisterstories? Ist doch fast wie in deinen Geisterstories. Das sind nur Gruselstories. Es muss eine rationale Erklärung geben. Für alles hier. Für das alles. Was ist, wenn es rational genug ist? Okay, du warst aber nicht so rational, als du meine Hand von meinem Körper abgetrennt hast. Du wolltest das. Dass er darauf besteht. Wissen bleibt nicht viel Zeit. Schnell das Glied von deinem Leib. Was? Es war das Richtige. Ah, sie kennt sogar ein Gedicht darüber. Ist halt doof, wenn du dann in die Schulter gebissen bist. Hier geht es um viel mehr, als ihr denkt. Lasst mich erzählen. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr mir glaubt oder nicht. Mir egal. Aber ihr sollt alles wissen. Also doch, ich hatte mich schon gewundert. Ich kenne nur den Mythos, in der Tat, über gebissen werden. Die Zeit danach zog sich. Der Kopf versorgte uns und ließ uns duschen. Abseits davon war er kaum zu sehen. Max und ich redeten echt viel darüber, was in jener Nacht wohl passiert war. Die wildesten Verschwörungstheorien. Dabei ging's um den Kopf, das Camp, den Unfall, den Wald, dieses Ding im Keller. Was mit Max passiert war. Wir kauten das alles immer und immer wieder durch. Und nichts davon ergab Sinn. Wir wussten nur, dass wir von dort verschwinden mussten. Ich halte das nicht mehr aus. Ich find's nicht schlecht. Wahrscheinlich derselbe Fraß wie im Camp. Nein, ich halte es hier drin nicht mehr aus. Oh. Ja, das ist ziemlich krass. Wir müssen was machen. Wir müssen endlich raus hier mit das einem... Das fällt ihr... Das sagst du dauernd. Seit Wochen, also... Ach so, ja dann. Alles ja, gut. Ja, gib laut, wenn du einen hast. Das hilft uns jetzt echt nicht weiter, Max. Du vergisst eine Kleinigkeit. Was? Nur das winzig kleine... Mini-Detail, dass ich womöglich ein verfickter Werwolf bin, Laura. Nicht so laut! Also, was können wir denn tun, hm? Wir rennen zusammen in den Sonnenuntergang, bis ich mich in ein scheiß Monster verwandle und dich umbringe und fresse und dann latsche ich mit kleinen Speiseresten von dir zwischen den Zähnen allein weiter? Okay, okay. Ach, das ist so eine Eigenart von Werwölfen. Aggressivität. Also, wir wissen ja nicht mal, ob es wirklich so ist. Manche sagen, dass Werwölfe immer aggressiv sind, aggressiver als der Rest, auch manchmal nicht aggressiv, sondern wir sind nett und ziehen ihn auf unsere Seite. Damit er uns gehen lässt? Und oder? In anderen Mythen und Legenden heißt es auch, dass sie nur um den Vollmond rum so heftig drauf sind. Okay, dann triggern wir seine gute Seite. Was dann? Brunch mit Piccolo jeden Sonntag, bis er seine Fehler einsieht und bereut? Ja, das war eher rhetorisch. Der Kerl hat keine gute Seite an sich. Die Hälfte der Zeit redet er nicht mal mit uns. Tja. Weiß nicht, vielleicht knacken wir ihn ja. Laura in jedem Fall, Max Laura, er nicht ich glaube, er wartet nur ab, bis er einen Weg gefunden hat, uns loszuwerden. Dauerhaft. Lass es uns versuchen. Ich glaube, wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Das sage ich die ganze Worauf Zeit. Er wohl? Ob du dich verwandelst? Also wenn das nicht klappt, dann fliehen wir. Deal? Ja. Deal. Gut. Okay, wie bringen wir den Kerl dazu, uns zu mögen, wenn er nicht mal mit uns redet? Ich weiß nicht. Er hat sicher einen Schwachpunkt, den wir ausnutzen können. Ist ja nicht so, als hätten wir sonst viel zu tun.
Naja, die sind ja, im Alter wie seine Nichten. Nein, falsch. Enkel. Nee, Nichten und Neffen. So ganz kalt wird ihn das natürlich da unten auch nicht lassen. Megaman! So macht man sich Freunde. Warum? Du nennst mich Officer Hackett. Hackett? So wie in Hackett's Quarry? Was geht's dich an? Ich bin nur neugierig, weil wir sie ja kaum kennen. Lassen wir es dabei, okay? Wollen die so freundlich wirken? Was soll der Stress? Da gibt's doch keinen Grund für, hm? Ich weiß genau 7. Das stimmt. Wir waren echt furchtbar. Und wir wollen es wieder gut machen. Die klingt dabei so pumpig. Oh. Ich weiß, was hier läuft. Das klappt aber nicht. Hm. Ihr denkt, wir werden beste Freunde und ich lasse euch einfach hier rausspazieren. Mann. Auf keinen Fall. Arschloch. Max! Wir wissen, was hier los ist. Wir wissen, Max ist ein Werwolf. In ein paar Tagen ist Vollmond. Was dann? Nein, Ma'am. Du weißt nicht mal die Hälfte. Weiß ich nicht mal die Hälfte? Also ich finde, ich habe das gut entschlüsselt, oder? Nochmal. Zieh die verdammten Sachen aus. Fick dich! Zurück! Max, was ist da los? Lassen Sie ihn in Ruhe! Was bringt's denn? Lass ihn doch die Sachen anhaben. Ist auch gut, dann werden die halt mitpluppen. Hierher. Weg von mir! Setz dich hin. Nicht zappeln. Du willst doch Tierärztin werden. Zeit fürs Praktikum. Ja, okay. Das hat er alles mitbekommen. Ich will weg! Du wirst's nicht glauben, bis du es selbst gesehen hast. Okay. Sie könnten auch einfach fragen, Mann. Fuck. Geh nicht zu nah ran. Tee, Maiden. Wo genau bist du? Over. Mist. Mhm. Ich mache hier nur fertig. Der will, also ich weiß Bleib nicht. Da. Over. Er will nichts von uns. Er will uns wirklich helfen. Was wird geschehen? Nun, ich sag's dir, es wird nicht schön werden. Aber morgen komme ich früh zurück. Sie lassen mich wirklich hier? Du packst das. Komm ihm nur nicht nah. Na gut. Hätte man sie nicht weiter von dem Käfig wegsetzen müssen? Aber die Aussage, dass wir noch nicht alles, nur die Hälfte wissen von dem, was wirklich Sache ist, ist ja beruhigend. Das heißt, ich liege vielleicht einfach... Max, sag mir genau, wie es dir geht. Lara? Hm? Ich fühle mich schlecht. Inwiefern schlecht? Einfach nur... schlecht. Mhm. Komm näher, zeig mir deine Augen. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Max, ich muss dich beobachten. Na, ich weiß nicht. Ist das jetzt nah genug für dich, Bitch? Entschuldigung, aber das klang jetzt nicht aggressiv oder so. Max? Ich finde, die ist viel zu nah am Käfig dran. Max? Sag mir, was los ist. Max.
Musik ist cool. Ist das absichtlich? Tiefenwahrnehmung. Die nimmt das sehr locker, ne? Dass sie das Auge verloren hat. Mal sehen, was der Scheißkopf versteckt. Ich habe Respekt davor, dass sie nicht wegrennt. Ich wollte doch nur einmal reingucken. Zwölf Parts und erst jetzt habe ich mich erst das erste Mal in The Quarry erschrocken. Und das auch nur, weil ich zu nah am Käfig war. Na gut, er kann ja nicht da raus. Also scheint wohl erstmal alles okay zu sein. Wo ist das denn hier? Wo sind wir denn hier? Sind wir hier in der Vorratskammer? Der Wagen! Erkunde die Polizeiwache. Ne, wir sind in der Polizeiwache. Ach ne, hier oben bei Laura und Max. Laura war sauer, dass Max ihr angelogen hat. Er entschuldigte sich halbherzig. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ach, wir haben schon wieder eine Karte übersehen. Naja. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht, aber vielleicht sind sie dort doch gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Das ist doch 100% auf Emma bezogen. Und die denkt, sie wäre im Wagen sicher. Was versteckt er? Also sind ihr und der Cop, sind Laura und der Cop mittlerweile Best Buddies? Das klingt unheimlich. Verschlossen. Klar. Aber ich kann Max nicht verlassen. Besser weitersuchen oder zurück in meine Zelle und warten? Leute, ich bin eigentlich scharf auf Beweismittel und alles, aber mal ganz im Ernst. Max ist ja nicht der Einzige, behaupte ich jetzt mal. Das heißt, wenn ich jetzt einen auf Ausbrecher mache, könnte das ordentlich schief gehen. Außerdem glaube ich, dass wenn wir wirklich warten und uns der Situation relativ klar stellen, dass der Cop uns dann recht gediegen ist. Wirklich, das glaube ich wirklich. Ach so, ja, ist okay. Na gut, wisst ihr was, Leute? Ich bin... Warte mal, was ist denn jetzt mit da hinten? Was ist damit? Was habe ich da erreicht? Na, man weiß es nicht genau. Na gut. Ich weiß es nicht. Ja, komm. Ich bin aber auch so neugierig. Ich weiß, der Cop ist eigentlich vermutlich auf unserer Seite. Mr. T. Ich nenne den jetzt mal so.
Aber mal ganz im Ernst, ich will... Ich guck mich noch einmal hier unten um. Ich sehe zwar absolut gar nichts. Ich weiß doch nicht mal, was wir hier gesehen haben. Ist das eine Tür hier? Ja, das ist eine Tür. In eurer Aufnahme kann ich es erkennen. Aber da oben ist auch gar nichts. Na gut, ich gehe doch wieder zurück und schlafe. Besser ist besser. Ja, ich bin Hasenpopo. So mutige Entscheidungen, wie ich ihn manchmal treffe, wenn es drauf ankommt. Ich will mir den nicht zum Feind machen. Ich glaube nämlich, der kann uns wirklich helfen. So, wir schlafen jetzt. So. Ich weiß zwar nicht, wie man damit schlafen kann, aber ist okay. Ich sag doch, er hat sich Sorgen. Sagst du mir, was passiert ist? Warum sagen Sie es mir nicht? Er mag sie, sag ich doch. Was machst du hier noch? Max interessiert mich nicht. Wir haben noch was zu klären. Ach was? Sie sagen mir auf der Stelle, was genau hier wirklich vor sich geht. Ist das klar? Warum sollte ich? Weil ich schon fast zu Hause sein könnte. Bin ich nicht. Weil ich für Max da sein will. Naja. Vielleicht kann ich ja helfen. Umdrehen, Hände an die Wand. Mhm. Im Ernst jetzt? Ich bin zu müde zum Streiten. Oh. Oh. Ich kenne keine Legende und keinen Mythos, der da mit Blut irgendwas sagt. Es würde mich jetzt natürlich in der Tat interessieren, was das mit dem Blut so auf sich hat. Glücklich? Ich mache uns Kaffee. Eigentlich voll der nette Dude, sag ich doch. Naja. Aber Kaffee, ja, Leute, Kaffee. Was ist das? Sieh es dir an. Jetzt. Aha. Ach, hab ich gar nicht an. Gut sauber gemacht. Also, das Auge. Schwerer, als es im Lehrbuch aussieht. Vor allem, wenn niemand dabei hilft. Du bist vom Fach. Tiermedizin. Und nein, noch nicht. Und das werde ich wohl auch nie. Wir sitzen hier für immer. Weißt du, man weiß nichts. Nur weil man es weiß. Weißt du? Der spricht über meinen angeblichen Spoiler von letztem Mal. Was? Ich bin nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Ich weiß, ich sag das die ganze Geht Zeit. Geht das vielleicht ein bisschen genauer? Du und Max steckt genauso in der Klemme wie ich. Meine Leute, wir wollten keinem wehtun. Wir wollen nur überleben wie jeder andere. Verstehst du das? Mhm. Nicht wirklich. Also ich verstehe es. Ihr? Meine lieben Freunde, versteht ihr es? Wir machen dem ein Ende für alle Zeit. Oh, wollt ihr den Fluch brechen? Hier? Ja. Ja.
Naja, weißt du was? Drauf geschissen. Okay. Dann beenden wir's. Lassen Sie Max und mich frei und wir holen Hilfe. Nein, nein. So meinte ich das nicht. Sie bitten ernsthaft um meine Hilfe? Du bist tough? Du musst gar nicht mir helfen. Tu es einfach für Max. Und ich bekomme, was ich brauche. Mal sehen, wie schlau du wirklich bist. Okay. Was ist das? Das werden wir nächste Mal rausfinden, Leute. Tja. Also der Kopf ist, wie ich gesagt habe, gar nicht so schlecht. Und ich glaube, dass auch die Fremden im Wald nicht so schlecht sind. Das habe ich die ganze Zeit vermutet. Wenn etwas dich jagt im Wald, was nicht menschlich aussieht, dann sind, glaube ich, die Menschen einfach dein kleinstes Problem. Und es bewahrheitet sich eigentlich in jedem Supermassive Game, muss man leider sagen. Auch der Dude in Unteldorn war ja nicht so schlimm. Welcher gemeint ist? Jeder, der es kennt, der weiß es. Der andere... Spoiler-Beagle war wieder da. Yes! Ding, 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 ding. 100 Punkte an den Spoiler-Beagle. Okay, ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein!